Hallo meine lieben aktiven Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Das heißt dann also niemand ist aktiv? Langweilig. Weil ich keine Freunde habe, oder wie? Ja. Haha! Oh, hier ist ein Sniper, man. Im letzten Part haben wir einiges, Bombe! Stimmung gehabt im Part. Und... Ja. Was sagst du dazu, Sam? Soll ich das, was ich in einem Wort beschreiben, was ich dazu finde? Ja. Ich finde... ich überlege. Du findest, du überlegst. Ah ja. Ich finde... Spiel für Dämonen voll krass. Und ich bin so ein Typ, der nicht wartet. Zwischen den kleinen Pausen. Von den Videos, wo wir aufnehmen. Ich bin einfach, wenn das nicht weiter sorgt. Aber das werde ich jetzt nicht verhindern. So einer Typen bin ich. Ich werde es ab der nächste verhindern wissen. Die Uhu kommt die wieder. Der Windfisch ruft sanft in seinem Ei aus dem Berg. Beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen wird er jedoch aufwachen. Du kannst Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so, nur so. Okay, dann. Das heißt, es gibt also 8 Dungeons. Challenge accepted! Challenge accepted. Nur da gehen wir schon den ganzen Berg hoch. Aber irgendwie sind wir da noch ein bisschen früh, weil hier geht noch nichts weiter voran. Und da müssen wir am Ende dann irgendwann hin. Ja, wenn wir alle 8 Dungeons haben. Wie viele habe ich jetzt erst? Soll ich dir was Trauriges sagen? Ja. Kennst du Jacques Chirac? Ja. Das war mal der Präsident in Frankreich. Von Nintendo? Vor langer Zeit. Okay. In Frankreich. Ach so, okay. Und der ist gestern gestorben. Oh. Aber damit wolltest du nur davon ablenken. Wie viele Dungeons haben wir bis jetzt gemacht? Du bist sehr witzig. Hallo, wie viele Dungeons haben wir bis jetzt? 2. Und DOS. 2. Mais putain, ta mère va niquer! Für alle, die nicht Französisch sprechen, was heißt das auf Deutsch? Sag ich lieber nicht. Bitte einmal übersetzen. Nein. Was ist meine Beleidigung? Nein. Ich hätte das Französisch sprechen. Aber ist keine Sau, was da beleidigt. Nein. Aber ich sag's euch, ihr Robbenkinder. Ich werde es mal googeln, was jetzt das meiste. Und da werden wir wissen, was du geredet hast. Und da sagst du ab. So reden die auch so in Tomodachi Liefe. Was hast du schon mal? Bomb doch den Stein weg, da kommst du, du hörst was. Mann, da kannst du doch gar nicht wegbomben, weil da ein Loch dazwischen ist, du Schlumpf. Ich bin nicht Schlumpf. Ja, einfach über das Loch drüber werfen auf den Stein. Das geht, das ist falsch. Ich fühle mich über dein Herz, bevor es weggeht. Aber er hat mich richtig krass als Schlumpf beleidigt, also. Mann, ist jetzt, er wirft einfach random und er trifft mich. So, verpiss dich. Arschpenetration. Es hat einfach nur in Japaner gesprochen. Also in das wunderschlüsse Loch kann man nur einen ganz besonderen großen und langen reinstecken. Ah, oh, du bist so eklig. Nein, ich rede vom Schlüssel.
einen großen, besonderen, langen Schlüssel. Und diesen müssen wir jetzt finden. Dann was hast du immer das immer gedacht? Ich habe einen Schlüssel dabei. Ich will gar nicht wissen, was er gedacht hat. Ich habe meinen großen Schlüssel dabei. Ja, ich habe meinen oben. Das stimmt, hast du einen gefakten. Sonst hätte ich erstmal meinen krassen Schlüssel. Die hatten die gesund mal gehabt. Und die hast du ja mal ein paar zuerst schon kommentiert gehabt. Was denn? Du weißt, in welchen Kräuter hast du gerade. Und du hast wieder vergessen. Kann auch sein. Ich weiß nicht, wo. Will ich noch ein bisschen was Coca-Cola haben? Hashtag Product Placement. Matt, willst du noch was Cola? Ja. Schenk an. Wie heißt das Zauberwort? Fappen. Flott. Flott heißt es. Flott. Also eigentlich sollte ich dafür eher ein Bier drüber sehen. Dieser Witz habe ich, keine Ahnung, ich fand den immer schlecht. Wer ist denn? Aber trotzdem sage ich das. Wie heißt das Zauberwort mit den zwei T? Flott. Das ist so, also, so, Mama, kannst du mir was geben? Was ist das Zauberwort? Das sieht eklig Flott. Aus. Das sieht sehr eklig aus. Mann, du hast mein Schild genommen, du... Also vor den Dingern musst du obachten. Nicht, dass da noch was ganz anderes Wichtiges von dir frisst. Das große Lange. Also dein Zwerg. Du musst mit Anlauf da drüber. Ich leg auf alles Bomben. Warte, schau mal. Und wieder Leben verloren. Und komische Geräusche gemacht. Denkst du, der Halbert hier aus der Phase käme raus? Ich bin gleich aus deiner Phase raus. Was willst du damit sagen? Dass ich gerade auch nicht weiß, wie es weitergeht. Warte. Da waren wir noch nicht. Das ist interessant. Da waren wir. Man denkt, wir hätten schon drei Viertel des Spiels, wenn man die Karte ansieht. Da waren wir erst ein klitzekleinen Teil vom Spiel. Klitzeklein! Ja. Das klang, weißt du, wie das klang nach einem gewissen Matthias, gerade eben, wie du dein Ja gesagt hast. Ja. Das war wirklich so, das klang voll nach ihm. Große gehen raus, die Flitzpiepe, falls du uns zuhörst. Jetzt haben wir uns gebeamt. Kutti! Beam! Schau dir erstmal Star Trek an. Danach. Ich kenne die, ja, natürlich, wer kennt nicht Star Trek? Anscheinend du, weil das voll nach Scheiße klang gerade eben. Das klang voll nach dem, was du rauslässt auf der Toilette, das glaube ich nicht. Was passiert, wenn man da Bombe verliert? Du hast eine weniger, aber hast dafür bezahlt. Das ist nichts. Ich will einen Dungeon machen, aber ich weiß nicht wohin. Tja, das... Bei wie viel sind wir? Und dann schau ich einfach nach. Ja, nee, mach ich nach Minuten. Jetzt nicht während wir hier. Dann guck einfach was. Boah, mach doch irgendwas Nützliches. Tu einfach noch Diamanten fahr. Dingsbums. Ja, jetzt knall mir doch nicht doch lauter hier die Mucken halt. Aber dann kann ich nicht hören. Mach nix. Ich hab keinen Bock auf den Franzosen gerade. Ja, gut, die bestimmen uns eh nicht. Also, hör, was du nicht lassen kannst. Ich mach den ganzen Soundcheck da runter, ja. Du hast immer noch was. Dann tu einfach dir deine Ausstöpsel raus.
Aber man kann es auch in x-beliebigen Reihenfolge machen. Ich würde mich wundern, wenn der an einem bestimmten Ort ist, wo du halt noch nicht bist, etc. pp. Lele. Was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Das habe ich nicht gesehen. Das ist bitter natürlich für mich. Ja, wir sind ja auch gerade mitten am Video. Wenn man etwas sieht. Das ist Giel. Das ist Giel, das ist die. Junge, ich. So, weiter spielen. Hier. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Lass mich. Oh, Entschuldigung. Bitte helfen Sie mir. Inkompetenz ist im Raum. Während Shen gerade nicht nachschaut, wie es weitergeht, weil er sich nicht spoilern lassen möchte und er das durch telepathische Kräfte selbst herausfinden wird. Trinke ich eine Cola. Ich will einen Dungeon finden. Da war ich noch nicht. Warte, da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt hin. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Nein. Du kannst dir einfach einen Ort markieren. Will ich auch nicht. Ich bin zu hobbylos. Merkt man. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man überhaupt da durchkommt. Dann hör doch auf Pause zu machen, das hören die doch eh nicht. Wieso willst du das jetzt hören? Weil dann kann ich weiterkommen. Ich stehe auf einer ganz anderen Stelle. Also so unterschiedlich sind wir jetzt gerade nicht. Nein, das meinte ich nicht. Meinte halt in der Spielzeit halt so. Verstehst du? Sag mal, der hat aus meinem grünen Apfel wie ein rote. Schau mal, er sagt es auch mit den Äpfeln, dass es irgendwie voll komisch ist. Hm. Mach einfach Pause. Hallo. Gucken keine Videos an, während wir selber Videos drehen. Das hab ich doch gerade zu dir gesagt. Das machen wir nicht. Nee, wir doch nicht. Mann, ich flipp aus mit diesen Dinger. Das sind so AIDS-Dinger. Das sind die schlimmsten Dinger der Welt. Du hast mir Cola angeboten. Das heißt nicht, dass du hier rumrutschen musst. Ich hab keine gerülpst. Du kannst ja im Video nachschauen, dann kannst du ja hören, dass ich nicht gerülpst hab. Nee, was sonst? Schon mal, da war ich noch gar nicht. Freut mich für dich. Komm mir nicht zu nah, Knirps. Ich verrate dir auch ein Geheimnis. Rühr mit dem ausgestreckten Schwert die Wände. Hörst du einen hohlen Klang, lässt sich die Wand mit einer Bombe sprengen. Ehre, danke, ciao. Sie hätten jetzt abgeholzten Baum dafür. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Zaubermuscheln und betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Das! Du solltest wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen, um dich auf die Plattform stellen. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern erst in der... Sondern erst im nächsten Part. Was da drin ist, das sehen wir erst im nächsten Part. Mach's gut. A, A, B und ciao.